Uns geht's so gut, uns geht's so gut. Wir brauchen eine frische Brise. Die Langeweile frisst uns auf. Wir bräuchten eine schwere Krise. Ach ja, des Wachmanns Expertise sagt klar, der Wirtschaft geht es miese. Miese, 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 miese. Doch wer weiß es denn so genau und wer hat es herausgefunden? Es wissen alle, jede Frau und jeder Mann, sie sind arschgrau. Die Wirtschaftskrise ist nicht erfunden. Ja klar, uns ging's so gut, uns ging's so gut. Vorbei ist mit der grünen Wiese, es musste irgendwann so kommen. Die Nachricht macht uns ganz benommen, ach ja, wir wissen's ganz präzise. Der Wirtschaft geht es richtig miese. Krise, 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 Krise. Doch wer weiß es denn so genau und wer hat es herausgefunden? Es wissen alle, jede Frau und jeder Mann, sie sind arschgrau. Die Wirtschaftskrise ist nicht erfunden. In jeder Zeitung kannst du's lesen, im Internet ist es gewesen. Man weiß es ganz genau, die Wirtschaftskrise schlägt große Wellen. Drum müssen Hunde sehr laut bellen. Oh ja, die Journalisten, die finden gar auf Pisten die Headline für den Tag. Beschwören Horrorszenarien weit weg von Lapidarien. Man fragt sich, wer es mag. Wir sollen konsumieren, Optionen abonnieren, die Bank subventionieren, die Autos kompostieren, die Grenzen dementieren zur Rettung der Nation. Und zum Erhalt der Diäten und Boni von Vorstandsräten. Unfassbar, dass nun jeder eine Abwrackprämie kriegt. Jeder? Ja, jeder. Jeder. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat ein Fahrradgeschäft und der hat gesagt, man kann sein altes Fahrrad dahin bringen und dann bekommt man eine Abwrackprämie und kann ein neues kaufen. Das allerdings in Köln. Oder zum Beispiel gibt es eine Abwrackprämie für Atomkraftwerke. Du kannst das alte abgeben, machst ein neues und kaufst ein neues und oder für Ehemänner. Bist du verheiratet, Jura? Noch nicht? Also Frank, pass auf. Uns geht's so schlecht, uns geht es schlecht. Und eigentlich ist es uns recht, denn so ist es verständlich und logisch, wenn schlussendlich wir gerade nicht teilen können. Man muss sich doch was gönnen. Können, 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 können. Uns geht's nicht gut, wer bleibt der Hut? Wir sind ja so bequem und grillen immer zu. Rechts auch unangenehm. So sind wir doch ganz satt danach und fühlen uns ganz matt danach und sind unendlich froh. Das Fleisch war doch nicht froh. Froh, nicht aufstehen zu können, zu Haus bleiben zu müssen. Im Hals steckt nun der letzte Bissen. Wir werden keine Flagge hissen, nicht demonstrieren, nicht engagieren, nicht protestieren, nicht leckramieren, auf keinen Fall Partei ergreifen. Wir können ja was spenden bei der ganz großen Lotterie. So schnell wird sich das Blatt nicht wenden. Wir sind doch die Gewinner. Wie? Uns geht's nicht gut, wo bleibt der Hut? Das ist heute die Devise. Wir haben eine Wirtschaftskrise und das ist unsere frische Hut.